Ja, hallo und grüß euch. Heute geht's in ein Tal, in dem angeblich der Erste Weltkrieg seinen Ursprung gefunden hat. Ja, ehrlich gesagt hätte es ja dieses Video beinahe nichts gegeben, weil ich bin heute weggefahren. Ich wohne ja im Flachgau und da war schönes Wetter. Nicht besonders warm, aber zumindest kam die Sonne ab und zu heraus und es war zwar bewölkt, aber leicht bewölkt. Und wieder hergekommen bin in mein Zieltal, da war es ja einheitlich grau, eine geschlossene Nebel, Wolkendecke, relativ kalt, windig. Und ich habe dann ein bisschen geschaut, wie es da weiter oben ausschaut. Und war dann eigentlich schon dabei, wieder einzupacken und wieder heimzufahren, weil man gedacht habe, das wird da nichts. Ich mache heute da keine Fotos und kein Video. Und war schon wieder am Einpacken, wie dann doch die Wolke ein bisschen aufgerissen hat und hinter mir die Felswand erleuchtet hat und dieser Anblick dann von diesem Berg, der da in der Nebeldecke herausgekommen ist und dann auch noch von der Sonne erleuchtet war, hat mich dann umgestimmt. Ich habe wieder alles ausgepackt und marschiere jetzt da doch hinein in dieses Tal und hoffe auf ein paar nette Aufnahmen da. Und euch nehme ich natürlich mit. Wir marschieren heute, wie schon gesagt, in ein Tal, das relativ geschichtsträchtig sogar ist. Angeblich, warum das so ist, ach, da sind wir jetzt hinter mir, zeige ich euch schnell diese Wand. Ich hoffe, das sieht man da jetzt auf dem Video. Aber das schaut doch gewaltig aus, oder? Dieses Gebirge, das da aus dem Nebel da herausragt, in der Sonne erleuchtet. Ja, zu dem Tal. Angeblich wurde da der Erste Weltkrieg losgetreten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen reißerisch. Da gibt es eine Legende, die mit dem Tal zusammenhängt. Die möchte ich euch heute auch noch erzählen. Aber jetzt marschieren wir mal ein bisschen nach hinten. Ja, Wahnsinn, so schnell kann es gehen. Jetzt bin ich wieder im T-Shirt unterwegs, weil die Sonne scheint und es ist die Luft zwar immer noch sehr frisch, aber die Sonne hilft ein bisschen mit und da ist schon angenehm warm. Ja, was hat es jetzt mit diesem Tal auf sich? In dem Tal gibt es ein Schloss, das wurde, oder dieses Gebäude ist seit 1431 schon bekannt. War damals wohl nur ein Holzhaus, ein Jagdhaus, eine Jagdhütte und wurde dann Anfang des 16. Jahrhunderts von Wolf Dietrich ausgebaut zu einem steinernen Jagdschloss. Es ging dann in den nächsten Jahrzehnten wieder ein bisschen in Vergessenheit, geriet in Vergessenheit und schließlich war es erst Hieronymus Colloredo, der Fürsterzbischof, der wieder Gefallen gefunden hat an diesem Tal hier und dem Schloss drinnen und er hat dann das Schloss ausbauen lassen, Mitte oder zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts und einen zweiten Stock
oben drauf setzen lassen. Also das dürfte dann damals schon so ausgeschaut haben, wie das Schloss heute ausschaut. Ja, Colloredo, wir wissen es, war der letzte Regierende, führt erst Erzbischof und somit ging mit 1816, glaube ich, war das, als Salzburg an Österreich angegliedert wurde, dieses Schloss in das Staatseigentum über. Ja, dieses dann quasi verstaatlichte Anwesen wurde an die adelige Jagdgesellschaft verpachtet und wurde zu so einer Art Luxushotel für Fürsten und Kavaliere und man betrieb hier die Hochjagd. Ich stelle mir das so ähnlich vor wie heute diese Luxushotels, die an Golfclubs angeschlossen sind. So wird es da wahrscheinlich gewesen sein. Man hat sich da getroffen in der High Society und ist gemeinsam zur Jagd gegangen. Ja, 1908 erwarben dann die Habsburger dieses Anwesen. Ich nehme ja an, der Staat brauchte Geld in dieser Zeit. Und ja, Franz Ferdinand ließ dann das Schloss wieder umbauen und er war es auch, der dann 14.000 Hektar Wald da eingezäunt und hermetisch abriegeln lassen hat. Das war also dann das Areal, das nur ihm zur Verfügung stand für seine Jagd. Und es gab natürlich deshalb intensive Auseinandersetzungen mit der Bevölkerung und dem Alpenverein. Über 250.000 Tiere soll Franz Ferdinand erlegt haben. Er war wohl ein passionierter Jäger. Aber eine Trophäe hätte er sich, wenn man den Legenden glauben mag, wohl besser nicht geholt. Diese eine Trophäe wurde ihm zum Verhängnis. Eine weiße Gams ist ein sehr seltenes Tier und gilt im Volksglauben als mythologisches Wesen. Steht unter dem Schutz der Berggeister. Wer eine weiße Gams tötet, der wird verflucht und stirbt innerhalb eines Jahres. Im August 1913 kommt der Kronprinz wieder hierher zur Jagd und er erblickt ein solches Wesen, eine weiße Gams. Und entgegen der Warnungen seiner Jäger erlegt er sie, das mythologische Wesen. Nicht ganz ein Jahr später, am 28. Juni 1914, stirbt der Kronprinz in Sarajevo bei einem Anschlag, der Auslöser für den Ersten Weltkrieg. Ja, natürlich sind das alles nur Mythen und Legenden. Aber wer weiß, wie sich die Geschichte entwickelt hätte, wenn diese weiße Gams, die man heute im Haus der Natur noch anschauen kann, damals
den Sommer 1913 überlebt hätte. Ja, ihr seht, ich habe meine Adjustierung wieder geändert. Die Sonne ist weg und dann wird es auch gleich wieder kühl. Jetzt haben wir wieder diese Bewölkung da. Ja, recht viel näher kommt man leider nicht heran an das Schloss Blühenbach, weil es ist auch heute wieder im Privatbesitz. Nachdem Franz Ferdinand gestorben war, oder 2 Jahre nach seinem Tod, wurde das Schloss verkauft, und zwar an die Familie Krupp. Jetzt kann man über die Krupps wahrscheinlich, oder ganz sicher, eine mehrteilige Dokuserie machen. Die Krupps waren ja zum Beispiel dafür bekannt, schon im 30-jährigen Krieg Waffen an alle beteiligten Parteien zu verkaufen. Also die Krupps waren immer dabei, wenn es darum ging, im Krieg Geld zu verdienen, und so natürlich auch im Ersten und im Zweiten Weltkrieg dann wieder. Bezüglich des Schlosses Blühenbach sind eigentlich nur 2 von den Krupps wesentlich. Der Gustav war derjenige, der die Geschicke der Familie Krupp während des Zweiten Weltkriegs gelenkt hat. Ab 1941 wurde er allerdings gesundheitlich ziemlich beeinträchtigt. Er hat eine Krankheit bekommen, hat dann 1943 die Unternehmensleitung an seinen Sohn Alfred übergeben und ist dann auch 1950 gestorben im Schloss Blühenbach, wo er sich da zurückgezogen hat, seit 1943, glaube ich. Der Alfred hat die Geschicke der Firma dann weitergeleitet und war der letzte Eigentümer der Firma, weil sein Sohn, der Arndt von Bühlen und Halbach, hat zugunsten einer Stiftung auf das Erbteil verzichtet, hat allerdings eine sehr großzügige Apanage erhalten, von der er sich ein sehr buntes Jet-Set-Leben leisten konnte. Er ist dann an Gaumenkrebs oder Mundbodenkrebs, irgend sowas, gestorben, 1986, wenn ich das richtig im Kopf habe, und ist in der Schlosskapelle von Blühenbach bestattet worden.13 Jahre vor seinem Tod hat Arndt das Schloss verkauft, und zwar an die österreichische Bundesforste. Und die hat es wiederum 1988 weiterverkauft an Frederick R. Koch, einem US-amerikanischen Industriellen. Die 3 Koch-Brüder kennt man vielleicht, und Frederick war der älteste dieser 3 Brüder und hat seine Anteile, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber relativ bald verkauft an die beiden verbleibenden jüngeren Brüder, die Firma weitergeleitet haben. Frederik gilt als Philanthrop und ist bis heute Eigentümer des Schloss Blühenbach. Allerdings ist das Schloss für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ja, insgesamt finde ich, hat das Schloss eine ganz interessante Geschichte, wenn man sich so überlegt. Begonnen mit dieser weißen Gams, die Franz Ferdinand damals erlegt hat, und damit den Ersten Weltkrieg, soweit man dieser Legende glauben mag, irgendwo mit ausgelöst hat. Und dann kaufen es die Krupps, ausgerechnet die Familie, die in dem Ersten Weltkrieg wieder sehr gut Geld verdient hat. Die werden dann Eigentümer von dem Schloss Blühenbach und dann zuletzt wird ein US-amerikanischer industrieller Eigentümer. Also eigentlich wieder genau die Gegenpartei zu den Krupps, die ja mit den Nationalsozialisten gute Geschäfte gemacht haben. Irgendwie finde ich es schade, dass das Schloss nicht allgemein zugänglich ist. Ich denke, da könnte man eine interessante Geschichte daraus machen, aus der Geschichte dieses Schlosses. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von meinem Video. Mir ist auch schon ein bisschen kalt. Ich freue mich schon, wenn ich wieder zu Hause bin, jetzt in der warmen Stube. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Ausflug gefallen und das Video. Es war ein bisschen was Interessantes dabei. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über ein Like freuen.
Schaut euch auch meinen Kanal an. Eventuell wollt ihr ein Abonnement da lassen. Wenn dem so ist, dann bitte vergesst auch nicht, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr garantiert das nächste Mal dabei seid, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Fotografieren und wir sehen uns ja dann hoffentlich das nächste Mal auf meinem Kanal. Ciao und pfiat euch!